Die Firma Comba, Teil von Heinkel Drying Separation Group, stellt auf dieser Messe einen Filterboden aus, eines Tausender Presso Filtro in steriler Ausführung. Dies ist der Boden. Hier ist die Filterplatte mit einem Multilayer-Filtergewebe und einem heizbaren Rührer. Diese Maschinen werden eingesetzt in der pharmazeutischen API-Herstellung und in diesem Fall wird sogar Sterilität oder Sterilisierbarkeit gewährleistet. Was Sie hier sehen, ist die wahrscheinlich kleinste Misch- und Trocknungsanlage der Welt. Ein komplett ausgestattetes System mit einem Konusschneckentrockner als Hauptkomponente, einem Filter aufgebaut zur Abscheidung der Staubpartikel. Wir haben hier eine thermische Heizung mit dabei, wir haben eine Vakuumpumpe dabei, um den Unterdruck zu gestalten mit einer Kondensatrückgewinnung, einer Probenahme, einem Auslassventil und das Ganze in einer kompakten Bauform, die man auch in eine Abzugshaube in einem Versuchslabor einbauen könnte, um dort Versuche zu machen. Vor allem geeignet für die Entwicklung von Produkten in einem sehr, sehr frühen Stadium mit noch sehr kleinen Mengen. Es zeichnet sich dieses Gerät dadurch aus, dass Sie auch die Möglichkeit haben, eine alternative Mischeinrichtung hier einzubauen, wie zum Beispiel eine Mischwendel, um damit so verschiedene Mischverfahren auch zu testen. Und was Sie hier sehen, ist dieses Orbitalsystem, was ein sehr schonendes Mischen garantiert, was ich Ihnen gern mal zeigen wollte. Sie sehen also, wie schonend und doch intensiv das Produkt durch die Schnecke von unten nach oben bewegt wird, um sich dort in relativ kurzer Zeit sehr schonend und einheitlich zu vermischen. Man sieht also schon hier oben diese gleichmäßige Verteilung der etwas dunkleren und etwas helleren Partikel. Trocknungsversuche dauern in der Regel hier auf diesem Apparat ja so von ein, vielleicht zwei Stunden, um ein zentrifugenfeuchtes Produkt zur Gänze zu trocknen. With this demonstration unit, Jungia Mixing Technology is demonstrating three kinds of technology or processes in which this is dispersing solids into a liquid, this is dissolving liquid or particles in a liquid, and this is an inline mixing unit which can be put into a process.